Fangen wir doch heute mal mit einer kleinen Schachaufgabe an. Weiß ist am Zug, Magnus Carlsen hat hier einen eindeutig besten Zug und Magnus hat den auch gefunden und ausgeführt. Was würdest du ziehen? Findest du, was Magnus Carlsen an dieser Stelle gezogen hat? Ich will es nicht in die Länge ziehen, ich zeige den Zug jetzt, also wenn du noch ein bisschen gucken willst, dann halt das Video an. Magnus Carlsen zog an dieser Stelle, Achtung, kurze Rochade, und es ist offensichtlich, wir spielen hier Schach 960. Wir zeigen heute eine Partie aus der 960 Weltmeisterschaft, aus dem Match Magnus Carlsen gegen Matthias Blühbaum. Es waren ja sogar zwei Matches. Matthias hatte gestern das Privileg, zwei Matches gegen Magnus Carlsen zu spielen. Er hatte sozusagen Magnus den ganzen Tag für sich und diese Stellung fand ich ganz bemerkenswert, weil ich hatte die Partie live angeguckt, hatte aber auch noch ein paar andere Sachen zu tun und war nicht durchgehend dabei. Und in dieser Stellung schaute ich quasi neu rein und war dann überrascht, als Magnus kurz rochierte, weil man hat das ja so, wenn man an sein normales Schach gewöhnt ist, gar nicht auf dem Schirm, dass Weiß hier lang rochieren kann. Und vielleicht auch als Schach 960-Spieler muss man es sich nochmal bewusst machen. Kurz rochieren meinte ich natürlich, dass man hier die Rochade als Option hat, die tatsächlich der beste Zug ist. Okay, wir schauen uns die Partie natürlich in Gänze an. Die Ausgangssituation für Matthias war die gleiche wie in dem Hikaru-Video, das wir gestern gesehen haben. Er hatte die erste Partie dieses Matches verloren und stand nun unter Siegzwang. Um das Match zu retten, musste er die zweite Partie mit den schwarzen Steinen gegen Magnus Carlsen gewinnen. Und wir schauen uns jetzt mal an, ob ihm das gelungen ist. Die Stellung, zu der hat Magnus Carlsen ganz am Anfang vor dem Match gesagt, dass eigentlich beide Seiten schlecht stehen, dass eigentlich alle Figuren schlecht stehen und dass das sicher ganz interessant zu sehen sein wird, wie die Spieler ihre schlechten Figuren in die Partie bringen. Also es fallen zum Beispiel die Springer auf. Springer haben ja nur diese begrenzte Reichweite und die sollen aber irgendwie zentral mitspielen und wie die nun in die Partie kommen sollen, das ist bestimmt eine Aufgabe. Es fällt auch die Stellung des Königs auf. Am Anfang beim Schach 960, eins das erste, worüber man schon vor dem ersten Zug eigentlich ein bisschen nachdenkt, ist, wie sieht es denn rochademäßig aus? Und hier erscheint es eigentlich, dass die kurze Rochade eine kaum zu bewältigende Aufgabe ist. Also der weiße König müsste dann ja nach G1 gehen. Und das wiederum würde bedingen, dass diese drei Kollegen erstmal da weg müssen. Es müsste dann also doch ein Großteil der Grundreihe geräumt werden, bevor Weiß oder Schwarz kurz rochieren kann. Insofern ist die kurze Rochade eher unwahrscheinlich. Wir haben gerade gesehen, in dieser Partie kommt trotzdem eine vor. Auch die lange Rochade ist nicht in einem Zug möglich. Ne? Der König steht schon richtig, aber es muss ja dieser Turm über den König rüberspringen. Insofern müsste dieser Turm dann erst irgendwie zur Seite ziehen, sodass dann diesem Turm, dem B1-Turm, das Feld geräumt ist, wäre der D1-Turm weg, könnte Weiß hier direkt rochieren. Da müsste nur der König noch über den Turm springen. Ja, okay, ansonsten gilt, was beim Schach gilt. Am Anfang geht es darum, Figuren zu entwickeln, König in Sicherheit und ums Zentrum zu kämpfen. Und das machen natürlich beide Seiten hier. Magnus Carlsen eröffnet die Partie mit erstens F4. Und das greift ja gleich einen an, ne? Auf A7. Hängt ein Bauer. Die Dame ins Spiel zu bringen, ist ja auch immer eine wichtige Sache beim Schach 960. Die turnt natürlich nicht sofort auf dem Feld rum, dann kriegt sie nur Tritte von den kleinen Figuren des Gegners. Aber man muss mittelfristig sehen, dass die Damen Wege finden, an der Partie teilzunehmen. Und Magnus gleich mit seinem ersten Zug beherrscht ein Zentrumsfeld, öffnet seiner Dame eine Route, dem Läufer nebenbei auch, und greift tatsächlich diesen A7-Bauern an. Matthias Blühbaum ignoriert das, der spielt an dieser Stelle D5 und sagt sozusagen, Magnus, dann nimm den doch auf A7. Und tatsächlich wäre Weiß auch nicht gut beraten, den Bauern rauszunehmen und gleich mit der Dame einen Ausflug zu nehmen, zu unternehmen, anstatt Figuren zu entwickeln und sich ums Zentrum zu kümmern. Schwarz würde mit Springer B6 antworten und dann droht schon Turm A8 und die Dame hat kein Feld mehr. Das heißt, die Dame müsste an dieser Stelle schon ziehen und wohin soll die gehen? Nach A3 geht die wahrscheinlich nicht so gerne, denn da kommt E5,
Dann hängt sie schon wieder und Schwarz baut sich ins Zentrum und Weiß verliert Zeit, muss schon wieder mit der Dame ziehen und Schwarz kann sich und kann in dieser Zeit seine Stellung verstärken. Das ist schon mehr als den Bauern wert. Ihr seht es hier auch am Engine-Balken. Die Engine findet schon minus 1. Aber was anderes als Dame A3 hat man nicht groß. Man kann Dame A5 versuchen. Aber auch dann ist zum Beispiel E5 sehr, sehr stark und die Läufer strahlen und der Dame gehen die Felder aus. Es droht wieder Turm A8, dann müsste die Dame nach C3 gehen. Und dann würde sie mit D4 noch einen Tritt kriegen. Ne? Und Schwarz verstärkt, entwickelt sich. Und ganz nebenbei kann Schwarz auch noch auf den A2 den Bauern mit dem Turm daneben, wenn er denn Lust hat. Das ist alles nicht toll. Also auf A7 zu nehmen, das werden sich Magnus und Matthias gar nicht so im Detail überlegt haben. Das fühlen die natürlich. Das kann es nicht sein, hier auf A7 rauszunehmen. Und insofern zog Matthias hier D5 und Magnus war gut beraten, den A7-Bauern stehen zu lassen. Er hat stattdessen hier D4 gezogen, was sich so eine Art Stonewall aufbaut für Leute, die Bird-Eröffnung oder Holländisch spielen. Denen sagt der Stonewall vielleicht was. Das zementiert die Kontrolle über das Feld E5. Das schafft dem Weißen aber auch ein schwaches Feld auf E4. Der Punkt ist nur, wir sprachen schon über die Springer, die stehen so schlecht, wie soll so ein Springer nach E4 kommen, wo hier natürlich der perfekte Vorposten wäre. Der hätte eine lange Reise, ne? Irgendwie so G6, F8, D7, F6. Dann könnte der sich hier mal einpflanzen. Weil halt diese Schwäche nicht so ins Gewicht fällt, kann man hier sehr gut D4 spielen, Kontrolle übers Zentrum zementieren und ein Zentrumsfeld besetzen. Matthias setzt seine Entwicklung fort. Und Magnus macht einen vielleicht etwas überraschenden Zug, der aber beim Schach 960 gut ins Konzept passt. Ich hatte ja die Damen schon angesprochen. Es stehen beide Spieler in der Pflicht, ihren Damen mittelfristig einen Weg in die Partie zu ebnen. Und mit G4, da macht der Weiße das, aber vor allem spielt er gegen die schwarze Dame, die Schwierigkeiten hat, sich hier jetzt eine Route zu öffnen und irgendwie in die Partie zu kommen. G4 greift sich Raum am Königsflügel, spielt gegen die schwarze Dame und öffnet den eigenen Figuren hier Bahnen, in die Partie zu kommen. Ist natürlich auch ein bisschen heikel. Schach ist ja immer ein Tauschgeschäft. Dafür, dass man hier gegen die schwarze Dame spielt, sich am Königsflügel Raum abgreift und ab und etwas voranmarschiert, wird natürlich die kurze Rochade als Option noch weniger attraktiv, denn hier würde der König, wenn er hier mal landet, sehr, sehr offen stehen. Matthias entwickelt sich weiter, greift auch gleich mal einen an. Der F4-Bauer hängt jetzt. Magnus deckt den und beide Seiten widmen sich ihrer Problempferde, die zwar jetzt immer noch keine richtig guten Felder gefunden haben, aber die jetzt zumindest mal entwickelt sind und Teil der Partie. Dame F8, ja. Ne? Magnus spielt gegen die schwarze Dame, die immer noch hier eingesperrt ist und sich hier nicht allzu wohl fühlen kann. Matthias investiert die Zeit, um die Dame in die Partie zu bringen. Läufer D3. Ja, noch ist nicht alles entwickelt und insofern spielt Matthias Läufer D7, was dem Läufer nicht so richtig hilft. Natürlich steht er auf D7 ein bisschen besser, weil die schweren Figuren auf der Grundreihe jetzt verbunden sind und einander angucken. Aber vor allem dient dieser Zug dem Ziel, die Rochade vorzubereiten. Ne? Königssicherheit, Rochade, das Feld E8 ist jetzt geräumt, da soll der D8-Turm hingehen und dann wäre es für Schwarz möglich, lang zu rochieren, einfach in der Form, dass der B8-Turm über den König springt und dann wären auch beide Türme schon zentralisiert und Schwarz wäre wunderbar aufgestellt mit einem sicheren König, mit zentralisierten Figuren, mit zentralisierten Schwerfiguren und mit komplett entwickelten anderen Figuren, auch wenn die alle noch keine idealen Felder gefunden haben, weil, wie gesagt, die Springer, die träumen eigentlich von E4, aber kommen da nicht so richtig hin. Und auch die Läufer, der hier beißt auf Granit gegen den weißen Stonewall und der steht noch ein bisschen eingesperrt hinter seinen Feldern. Also da muss noch optimiert und gefeilt und koordiniert werden, aber es wäre dann erstmal alles entwickelt.
Und Matthias setzt diesen Plan auch fort. Magnus zieht erstmal Dame F1. Der lässt seine König-Turm-Konstruktion hier so stehen und will direkt weiter am Königsflügel voranmarschieren. Matthias ignoriert das und spielt seinen Plan, spielt Turm E8 und als nächstes soll jetzt die lange Rochade kommen, die dann in dieser Stellung so aussähe, dass der König einfach stehen bleibt und der Turm springt rüber und dann ist man halt zentralisiert. Aber Magnus funkt erstmal dazwischen, spielt F5 an dieser Stelle und zwingt den Schwarzen, sich zu erklären. Gibt diesem Springer einen Tritt, marschiert gleich mal voran und nach E schlecht F. Ja, man könnte auch über G schlecht F nachdenken. Das wäre sicher auch ein spielbarer Zug. Magnus spielt Springer schlecht F5, was wahrscheinlich etwas stärker ist, denn so ein Springer auf F5 einzupflanzen, das ist ja immer ein Pfund. Und der steht hier sehr gut und weil der Springer G6 den Bauern hier blockiert sozusagen, kann der auch so schnell nicht vertrieben werden. Der Springer F5, das ist sicher ein Stolz der weißen Stellung. Auf H2 hängt natürlich ein Bauer. Den hat Weiß jetzt dem Schwarzen sozusagen präsentiert, aber ich glaube nicht, dass man den nehmen sollte. Ne? Das kostet Zeit. Zeit, die man dafür verbraucht, um eine Figur ins Abseits zu stellen. Wenn der Weiße ganz erpicht drauf ist, dann kann er Dame H3 spielen mit Doppelangriff auf Läufer und den Bauern H7 und sich diesen Bauern auch direkt zurückholen. Nebenbei, wenn man hier auf H2 rausnimmt, geht die Kontrolle über das Feld C5 flöten. Da könnte sich direkt ein weißer Springer einpflanzen. Weiß könnte diese Zeit, die Schwarz braucht, um irgendwo am Brettrand was einzusammeln, auch nutzen, um einfach weiter zu verstärken. Das wäre wahrscheinlich keine allzu gute Idee. Und ich nehme auch an, dass Matthias das gar nicht groß erwogen hat, auf H2 rauszunehmen, denn er hatte ja einen Plan und der besteht darin, die Entwicklung zu vollenden mittels langer Rochade. Und das sieht doch jetzt wirklich sehr schön aus. Die Türme zentralisiert, alles entwickelt und hier ist auch schon eine halboffene Linie. Es ist ja nicht nur das Feld E4, von dem die beiden Springer vergeblich träumen, weil sie da nicht hinkommen. Es ist ja auch der rückständige Bauer auf E3, gegen den sich vielleicht mal ein bisschen Druck ausüben lässt. Also konkret hängt er jetzt noch nicht, weil wenn man den Verteidiger des Bauern E3, den Springer F5 rausnimmt, dann würde Weiß mit der Läufer oder mit dem Dame mit Schachgebot zurücknehmen, sodass Schwarz dann nicht auf E3 rausnehmen könnte. Aber im Prinzip, halboffene Linie, rückständiger Bauer, Schwarz hat ein Ziel. H4 entzieht jetzt erstmal diesen H2-Bauer, dem Einfluss des Läufers. Aber das ist wahrscheinlich gar nicht das Hauptanliegen von Magnus. Das Hauptanliegen ist, sich am Königsflügel weiter auszubreiten, da Raum zu erobern und diesem Springer G6 einen Tritt zu verpassen. Denn wohin der gehen soll, ist ja nicht so richtig klar. Also wohin er gerne möchte, ist klar, nämlich nach E4. Aber wie er da jemals hinkommen soll, das ist eben nicht klar. Matthias will diesen starken Springer auf F5 nicht länger tolerieren und sieht auch für seinen weißfeldrigen Läufer nicht die große Perspektive und prügelt den Kollegen insofern erstmal raus. Dame schlägt F5 Schach. Der schwarze König muss ziehen, König B8. Und jetzt hängt E3. Wenn Weiß nichts macht, dann nimmt Schwarz den im nächsten Zug weg. Aber Weiß macht was. Er zieht an dieser Stelle H5, setzt sozusagen auch seinen Plan fort, seine kleine Offensive am Königsflügel mit dem Ziel, dort Raum zu gewinnen. Und der Springer hängt und muss sich erklären. Tja, an dieser Stelle hat Matthias eine Chance, die Partie Remis ausgehen zu lassen. Schwarz kann hier schon, Schwarz hat so gutes Spiel, er kann die Partie hier Remis machen mit einem auf Anhieb etwas überraschend aussehende Zug. Springer F4 geht hier nämlich. Man könnte jetzt sagen, hängt der nicht, kann ich den nicht wegnehmen? Ja, aber das führt dazu, dass dann die weiße Dame plötzlich abgeklemmt ist. Ein Motiv, das wir schon ganz am Anfang der Partie gesehen haben, als Weiß nicht auf A7 rausnehmen wollte, dass wir jetzt schon wieder sehen, eine aus der Partie ausgeschlossene Dame und dass wir im Lauf der Partie nochmal sehen werden. Und diese Dame, wenn Schwarz die jetzt angreift mit G6,
die hat nicht so richtig viele Felder. Die kann nach G5 zum Beispiel, dann zieht Schwarz Läufer E7, dann kann die nur nach E5, dann spielt Schwarz Läufer D6, dann kann die nur nach G5 zurück, dann kommt wieder Läufer E7 und es ist Zugwiederholung, Remis. Also sie könnte auch nach F6, aber das wäre das Gleiche, dann kommt auch Läufer E7 und greift sie an. Ja, also hier haben wir dann, und so könnte sich mit Springer F4 und G6, könnte Schwarz schon die Partie beenden und ins Remis führen, was ja eigentlich für Schwarz ein gutes Ergebnis ist, aber in der Match-Situation für Matthias Blühbaum nicht gut war. Der musste ja gewinnen, um das Match zu retten. Ich nehme durchaus an, dass er das gesehen hat. Wenn so ein Springer hängt, dann überlegt man sich, wohin kann er gehen und dann wird ihm Springer F4 nebst G6, das wird ihm aufgefallen sein, aber Remis reicht halt nicht. Das Problem ist nur, hat Schwarz auch andere gute Möglichkeiten, mit diesem Springer zu ziehen? Also im Prinzip ist die einzige Alternative Springer E7, denn Springer H4 geht nicht, da würde Weiß ihn einfach wegnehmen. Und Springer H8 geht natürlich auch nicht. Also ich meine, da kommt er her, da steht er am Rand, hat kein einziges Feld und wäre nicht mehr Teil der Partie. Insofern ist Springer E7 der einzige Zug. Aber ob der so richtig glücklich ist. Immerhin, er ist jetzt seinem Traumfeld E4 schon näher gekommen. Man könnte jetzt über so Sachen wie Springer G8, F6, E4 nachdenken, was ein bisschen Zeit kostet, aber was vielleicht mal eine Option ist. Sicher ist, dass der Springer auf E7 noch nicht so toll steht. Hier versperrt er ja dem Schwarzen seine E-Linie. Das kann noch nicht das Ziel der Reise sein. Aber was das Ziel der Reise sein wird, das ist an dieser Stelle nicht so offensichtlich. Okay, es hängt jetzt erstmal die weiße Dame. Die muss ziehen, die geht nach F3. Und jetzt steht Schwarz vor der Frage, ich glaube, dass das eine kritische Stelle der Partie ist. Jetzt steht Schwarz vor der Frage, wie setze ich fort, wie soll das weitergehen? Es gibt hier eine ganze Reihe von Ideen. Wir haben ja schon über dieses Springer G8 gesprochen. Das ist hier vielleicht eine Option. Mit der Idee, dann vielleicht mit H6 hier den Bauernsturm aufzuhalten, Springer nach F6 und auf das Feld E4 zu gehen. Wäre hier eine Möglichkeit. Eine Alternative ist, den Springer nach C8 zu stellen. Man könnte dann wieder mit H6 hier die schwarzen Felder sich sichern, den Läufer umgruppieren und hätte dann das Feld D6 für den Springer. Und dann guckt er sogar auf zwei potenzielle Vorposten. Auch das wäre eine Idee, wie Schwarz spielen könnte. Eine andere Idee, und die wahrscheinlich stärkste, und das, was die Engine hier sehen möchte, ist, sich einfach von diesen ganzen Springer-Umgruppierungen zu lösen und die Sache anders anzufassen. Die Maschine möchte hier gerne den Zug G6 sehen. Die Idee davon ist, der Läufer D3 ist kaltgestellt, ne? Der guckt hier gegen dieses Bauerndreieck. Die Idee davon ist, mit F5 fortzusetzen und hier die Sache, sich hier mit Hilfe des Springers auf E7 dem schwarzen Vormarsch am Königsflügel entgegenzustemmen und dafür zu sorgen, dass hier weitere Linien aufgehen. Denn wenn hier Linien aufgehen, dann ist das für den Moment erstmal sehr, sehr gut für Schwarz, denn der Weiße hat ja hier noch dieses Koordinationsproblem. Er hat sich weiterhin nicht um seinen König gekümmert. Der kann nicht rochieren, weil der Turm kann nicht nach D1. Und der D1-Turm kann das Feld D1 schlecht räumen. Weiß hat hier noch Schwierigkeiten mit der Koordination. Und solange das so ist, solange die weißen Schwerfiguren hier so einen unkoordinierten Klump bringen, solange ist das gut für Schwarz, wenn Linien aufgehen, weil die schwarzen Schwerfiguren, die sind wunderbar im Spiel. Und das ist der Grund, warum die Maschine hier vorschlägt, dann nutzen wir doch den Springer auf E7, um F5 durchzusetzen und hier ein bisschen was aufzumachen und unsere schweren Figuren ins Spiel zu bringen. Wahrscheinlich ist das der beste Weg für Schwarz, das zu spielen. Wobei diese Springer EC8, das sind wahrscheinlich dann, oder Springer G8, das sind dann wahrscheinlich eher die menschlichen Züge, mit der Idee so umzugruppieren und hier auf den Vorposten zu gehen. Geht auch, aber die Maschine findet dieses G6 sehr gut. Und
Und ich jetzt auch. Als mir die Maschine das gezeigt hat, fand ich das dann auch sehr, sehr überzeugend. Da muss man sich als Mensch dann so von seinen Ungruppierungsschemen ein bisschen lösen, aber es ergibt einfach Sinn, was die Maschine hier vorschlägt. Wir nehmen den Springer E7, nutzen den, um F5 vorzubereiten und solange die weißen Schwerfiguren unkoordiniert sind, reißen wir die Sache auf und öffnen Linien und setzen darauf, dass wir die besseren Schwerfiguren haben. Was Matthias hier spielt, gefällt mir nicht. Er spielt Springer C6. Und das ist, das ist kein ideales Feld. Magnus tötet diesen Springer sofort mit C3 und der hat jetzt hier, wohin will der gehen? Welche Hebel will der unterstützen? Der hat hier eigentlich nichts. Das ist eine schlechte Figur, der Springer auf C6. Das weiß natürlich so ein riesig starker Spieler wie Matthias Blühbaum auch. Matthias hatte durchaus eine Idee mit Springer C6, der weiß, dass das keine gute Figur ist. Matthias' Idee war, auch damit zu arbeiten, dass Weiß hier noch nicht gut koordiniert ist und dass der weiße König ja wahrscheinlich hier landen wird, dass Weiß halt irgendwie die lange Rochade vorbereiten muss. Und darum war Matthias' Idee, ich spiele A5 und A4 und gebe dem hier einen Tritt. Und sobald der Springer weg ist, ist das Feld A5 zugänglich für den Springer. Und dann kann man Springer A5 C4 spielen und den hier einpflanzen. Das kommt in der Partie nicht aufs Brett, aber ich würde wetten, dass das Matthias Idee war hinter Springer C6, dass er so fortsetzen wollte. Er macht erstmal einen anderen vernünftigen Zug, stellt seine Dame etwas besser, erhöht den Druck auf der E-Linie und ganz konkret hängt jetzt ja auch der Bauer auf E3. Den muss Weiß erstmal decken. Macht das mit Läufer F2 und räumt damit auch seine Grundreihe. Und jetzt spielt Matthias Blühbaum seinen Plan, den ich eigentlich ganz schön schlau finde. A5 und es soll A4 kommen. Da muss der Springer ziehen und dann stellen wir einen nach C4. Und der Springer C6 lebt. Oder auch der Springer B6, der kann auch noch C4. Und nebenbei befragen wir auch noch diesen König. Die Sache hat einen Haken, nämlich den wir ganz am Anfang des Videos gesehen haben. Und ich nehme an, dass Matthias das nicht auf dem Schirm hatte, als er diesen A5, A4-Plan angefangen hat zu spielen, der eigentlich richtig viel Sinn ergibt. Der Haken an der Sache ist, dieses Spiel gegen diese Konstruktion, das verliert an Substanz, sobald der weiße König hier verschwindet. Und der weiße König kann hier verschwinden. Weiß kann nämlich lang rochieren. Wir haben es am Anfang des Videos schon gesehen. A5. Magnus Carlsen macht an dieser Stelle erstmal einen prophylaktischen Zug. Er weiß, dass A4 kommen soll, was seinem Springer B3 einen Tritt gibt. Also zieht er den Springer B3 schon mal vorsorglich zur Seite und hat dann, wenn schwarzes A4 auf dem Tisch steht, was wahrscheinlich immer noch damit verbunden war, den Rute nach A5 zu öffnen. Aber jetzt hat Weiß einen Zug Zeit, den er nutzen kann, um seinerseits was Konstruktives zu machen. Und das Konstruktive, was er macht, ist, diese Schwäche auf E3 aufzulösen. Ich ziehe hier E4. Auch das ein bisschen zweischneidig. E4 ist natürlich der natürliche Hebel, den Weiß hat. Aber wir wissen, die schwarzen Schwerfiguren sind im Spiel und sind schon zentralisiert. Insofern ist Linienöffnen auch immer ein bisschen heikel. DE Springer E4. Dazu kommt, dass durch diesen Abtausch dieser etwas traurige Springer jetzt doch auch noch eine andere Option hat. Der kann nämlich auch über D5 immer mal in die Partie kommen. Also es wäre hier zum Beispiel auch ein Zug. Springer D5 könnte man hier ziehen. Springer besser ziehen, zentralisieren. Matthias entscheidet sich für Dame E6. Er war ja nun auf diesen weißen Damenflügel, also eigentlich fing die Dame ja hier an, aber ich nenne es einfach mal Damenflügel aus Gewohnheit. Er war auf diesen weißen Damenflügel fokussiert und hier steht ja einer rum. Warum den nicht mal befragen? Naja, und hier hat Weiß einen guten Zug. Und den haben wir schon am Anfang des Videos gesehen, denn es kommt jetzt das totale Umschwenken. Etwas, was Matthias wahrscheinlich nicht auf dem Schirm hatte.
Kurze Rochade, bester Zug. Er lässt den A2-Bauern einfach stehen. Und jetzt wäre es für Weiß gar nicht mehr so schlecht, wenn der weiße Damenflügel hier aufgeht, wenn hier Linien aufgehen, weil plötzlich ist ja auch der schwarze König ein Faktor. Ja, wenn jetzt hier was aufgeht, dann kriegt womöglich auch Weiß Spiel gegen den schwarzen König. Natürlich ist kurze Rochade auch aus weißer Sicht eine heikle Entscheidung, denn einen Bauernschutz oder so hat er nicht so richtig, der König. Der steht hier schon sehr, sehr locker. Aber Weiß kann sich das leisten, weil die schwarzen Leichtfiguren noch nicht so richtig Teil der Partie sind und weil hier am Königsflügel auch keine Linien auf sind, auf denen die schwarzen Schwerfiguren wirken könnten. Und die schwarzen Schwerfiguren sind ja auch jetzt nicht mehr so überlegen, denn Weiß hat mit der kurzen Rochade seine koordiniert. Es ist eine Linie offen und um die kann Weiß nach Belieben kämpfen, wenn er möchte. Jetzt sind die Weißen auch richtig hingestellt. Matthias macht hier den zweitbesten Zug. Der beste ist einer, den wir schon kennen. Sehr stark ist hier G6. G6 legt den Finger darauf, dass der weiße König nicht so toll steht und dient dem Ziel, den Königsflügel aufzureißen. Also zum Beispiel GH, GH. Und dann ist die G-Linie offen. Und dann geht's hier aber rund. Auch F5 ist eine Idee, ne? Und diese beiden Bauernspannungen, die dann entstehen, die werden sicher dazu führen, dass hier Linien aufgehen, die Schwarz dazu nutzen kann, um Spiel gegen den weißen König zu inszenieren. G6 wäre hier am besten gewesen und den A2-Bauern, den Hängenden, ignorieren und alles darauf setzen, jetzt Spiel gegen den doch ins sehr freie rochierten weißen König aufzuziehen. Matthias spielt konsequent weiter. Er hatte nun Dame E6 gespielt und den A2 angegriffen und er nimmt den weg. Und Magnus Carlsen hatte darauf was vorbereitet, einen teuflischen kleinen Zug, den er quasi A-Tempo aufs Brett gestellt hat. Hat hier ohne Überlegung B3 gespielt. Und B3 dient dem Hauptziel, die schwarze Dame aus der Partie zu nehmen. Die steht nämlich jetzt, ein Thema, das wir in dieser Partie schon zweimal hatten, die Dame steht im Abseits. Die nimmt nicht mehr so richtig an der Partie teil und die muss sich auch damit auseinandersetzen, dass die weißen Figuren bereitstehen, sie einzufangen. Unmittelbar droht das nicht. Aber wenn wir uns jetzt zum Beispiel vorstellen, Schwarz nimmt hier raus, dann kommt Turm A1 und dann hat die Dame nur ein Feld, nämlich B2 und dann kommt Turm FB1 und zack, schon ist sie gefangen. Hat die schwarze Dame kein Feld mehr, muss sich gegen den Turm opfern. Und Schwarz verliert, Weiß gewinnt mit einer Dame weniger. So einfach ist es natürlich nicht. A schlecht B3 wäre hier durchaus eine Idee. Und wenn dann Turm A1 kommt, hat Schwarz nämlich eine giftige Erwiderung. Turm schlecht E4. Sozusagen eine Damen, was heißt sozusagen? Das ist ein Damenopfer. Denn Turm schlecht E4, man hat an dieser Stelle einen Zwischenzug. Schwarz kann dann erst Turm F4 spielen und die weiße Dame behelligen. Auf diese Weise rettet sich der Turm, der hier eben auf E4 eingestiegen ist, mit einem Zwischenzug, mit einem Angriff auf die weiße Dame. Und dann nimmt man erst zurück. Und Schwarz hat ein bisschen Material ins Geschäft gesteckt. Ne? Weiß hat jetzt eine Dame für Turm und Figur, aber dafür hat Schwarz hier einen Bauern gewonnen und den wird Weiß nicht so gerne nehmen wollen, denn die Dame, die muss ja den G4 decken. Ne? Wenn die Dame jetzt auf A2 nimmt, dann schönen guten Morgen. Dann hat Schwarz direkt Spiel gegen den weißen König. Und das ist noch keine perfekte Konstellation für den Schwarzen, denn es bleibt dabei, die Springer spielen noch nicht so richtig mit. Und auch der muss irgendwie sich noch einen Weg suchen, wie er gegen den weißen König aufgestellt werden kann. Aber Schwarz hat hier kräftiges Gegenspiel. Also man könnte hier A schlecht B versuchen. Mit der Idee, auf Turm A1, Turm schlecht E4 zu spielen. Und dann hat man hier Turm F4 und Schwarz hat ein bisschen Material gegeben, aber hat Gegenspiel gegen den sehr locker stehenden weißen König.
Und jetzt ratet mal, was der beste Zug an dieser Stelle ist. Das ist wieder einer, den wir schon kennen. Das ist einer, der dem Weißen bedeutet, ja, du hast jetzt meine Dame ein bisschen ausgesperrt und die steht im Abseits, aber meiner Dame droht ja erstmal nichts und insofern kann ich weiter mein Spiel aufziehen. Nee, nicht der. G6 ist hier am besten. Zug, den wir schon kennen und bei dem wir die Idee auch schon verstehen. Es ist wieder mit der Idee F5 verbunden. Es ist wieder mit der Idee verbunden, hier Linien zu öffnen gegen den weißen König und Gegenspiel aufzuziehen. Und Weiß hat hier auch gar keine konkrete Idee, die schwarze Dame zu behelligen oder einzufangen. Ne? Wenn Turm A1 nimmt die Dame halt auf B3 weg und es geht nicht weiter. Weiß müsste an dieser Stelle dann auch umschwenken. Er würde dann B schlecht A4 spielen, was natürlich auch in seinem Sinne ist. Denn jetzt ist die B-Linie auf und der schwarze König ist auch erkennbar ein Ziel für die weißen Truppen. Aber auch die sind noch nicht perfekt aufgestellt für einen Königsangriff. Und Schwarz könnte sich jetzt überlegen, ob er mit GH die G-Linie öffnet oder ob er F5 spielt und das hier versucht komplett aufzulösen. Das steht auf des Messers Schneide. Die Engine findet das ein bisschen besser für Weiß. Also vielleicht, wenn hier Maschinen gegeneinander spielen, dann hat Weiß vielleicht die etwas besseren Chancen. Ich würde sagen, unter Menschen ist das eine offene, super spannende Partie. Mit zwei Königen, die sehr bald im Feuer stehen werden. Und dann ist halt die Frage, wie es ausgeht. Ich glaube, dass nach F5 hier Schwarz durchaus kräftiges Gegenspiel hat und dass Weiß da einige sehr, sehr schwierige Aufgaben lösen muss. Das wäre spannend gewesen. Also G6 wieder. Na, wir haben das Motiv schon ein paar Mal gesehen. Wäre hier am besten. Matthias war nun zweimal geschockt und es zeigte an dieser Stelle Wirkung. Er hatte wahrscheinlich hier nicht die kurze Rochade kommen sehen nach Dame E6, weil er wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm hatte, dass die möglich ist. Und nach Dame schlecht A2 hatte er wahrscheinlich auch B3 nicht kommen sehen. Und jetzt zeigt es Wirkung. Ich nehme auch an, dass er hier ein bisschen unter Zeitdruck stand. A3 ist ein Fehler, A3 ist nicht gut. Und das weist Magnus jetzt direkt nach mit so einem, wieder mit so einem kleinen fiesen Zug, Turm FE1. Turm FE1 droht Turm E2 und jetzt hängt die Dame wirklich und hat keine Felder mehr. Aber es ist noch nicht aus. Hier ist noch letzte Chance. Ne? Die Dame hat an dieser Stelle kein Feld, aber das Feld D2 kann sie sich freikämpfen. Schwarz kann hier wieder die Qualität geben mit Turm E4. Und dann Dame D2 spielen. Und dann hat die hier durchaus ein Feld. Und es bleibt ja zum Beispiel hier unser Lieblingsmotiv, bleibt ja in der Stellung. Und hier hat Weiß jetzt natürlich einen kleinen Materialvorteil. Schwarz hat noch nicht so richtig Angreifer gegen den lockeren weißen König, weil diese problematischen Kollegen hier rumstehen. Weiß sollte sich übrigens eher hüten, hier auf C6 den rauszunehmen. Das ist halt eher eine schlechte Figur, während der Läufer eine starke Figur ist. Läufer schlecht C6 wäre hier nicht so toll. Aber Weiß sollte hier einen kleinen Vorteil haben. Aber Schwarz hat immer noch Gegenspiel, dank des Qualitätsopfers. Er kriegt seine Dame in die Partie, wird Wege finden, das hier aufzumachen und den weißen König zu belästigen. Und er hat ja auch immerhin für die Qualität einen Bauern gewonnen. Ne? Und den kann Weiß auch jetzt nicht auf Anhieb sich zurückholen. Also bessere Chancen für Weiß, aber noch Gegenspiel für Schwarz und wollen wir erstmal sehen, wie das ausgeht zwischen Menschen. Letzte Chance, die Matthias leider nicht wahrnimmt. Er spielt hier Springer D5 und das verliert quasi die Partie. Denn jetzt ist die Dame weg, Turm E2. Und was soll Schwarz machen? Er muss hier die Dame geben. Er hat jetzt sich noch irgendwelche versucht jetzt noch mit irgendwelchen Tricks, also jetzt kommt das Opfer auf E4, aber jetzt ist es zu spät. Hier kann sich zwar der Schwarze die Qualität auf B1 zurückholen, aber es geht total viel Material vom Brett und Schwarz hat halt einfach eine Dame weniger gegen den Turm. Und er versucht jetzt noch zu zaubern mit seinem A-Freibauern, aber der kommt auch nicht weiter als nach A2, denn Weiß spielt hier Läufer E1, greift den Verteidiger des Bauern an. Und er ist jetzt auch nicht mehr zu retten. Matthias zieht den Springer weg und dann fällt der A2-Bauer um und Schwarz hat halt einfach eine Dame weniger. Matthias gab sich an dieser Stelle geschlagen und hatte dieses Match verloren.
und sollte auch das nächste Match gegen Magnus Carlsen verlieren. 0,5:1,5 und damit ist Matthias leider ausgeschieden aus der 960 Weltmeisterschaft. Ausgeschieden in dem Sinne, dass er nicht mehr ins Halbfinale kommen kann. Er spielt heute weiter. Heute hat er noch ein Match gegen Hikaru Nakamura und noch eins gegen Wladimir Fedoseev und ich gönne ihm sehr, dass er eines davon gewinnt. Dass er nicht ins Halbfinale kommt, ist keine Katastrophe, mein Gott. Er ist in einer Gruppe mit Magnus Carlsen, mit Hikaru Nakamura, zwei absolute Weltklasse-Spielern und Wladimir Fedoseev, der nun auch ein Bär ist. Insofern, das kann mal passieren. Schade, schade. Schön wäre, wenn er noch ein Match gewinnt gegen einen von diesen beiden sehr, sehr starken Gegner, die ihm dann heute noch gegenüber sitzen. Am Freitag ist meines Erachtens spielfrei bei der WM. Am Samstag ist dann Halbfinale zwischen den beiden Siegern der Vorrundengruppen und am Sonntag das Finale. Und Sonntagabend, Sonntagnacht werden wir dann einen neuen 960-Weltmeister haben. Und es sieht danach aus, als würde der Titelverteidiger das eher nicht schaffen. Wesley So kämpft noch schwer darum, überhaupt ins Halbfinale zu kommen. Der ist ja mit dem überragenden Abdusatorov und mit Nepo in einer Vorrundengruppe. Und Abdusatorov ist schon durch und es geht jetzt zwischen Nepo und Wesley So. Kann gut sein, dass es Nepo schafft und dass der Titelverteidiger schon in der Vorrunde rausfliegt. Auch daran kann man dann sehen, dass sollte das passieren, dass es für Matthias Blühbaum sicher keine Schande ist, bei so einem Wettbewerb in der die Vorrunde nicht zu überstehen. Ja, kann gut sein, dass ich euch morgen noch eine Partie zeige, aus der Vorrunde noch eine Blühbaum-Partie. Ich hoffe ja, dass er eine gewinnt und die wäre dann morgen fällig. Aber mal gucken, als kleiner Tipp, Vincent Keimer spielt in Salamanca, auch ein Turnier, ein interessant besetztes, vielleicht zeige ich auch eine Partie von da. Mal schauen, für alle, die heute wissen, noch nicht wissen, wo sie Schach gucken sollen. Also ihr habt die Wahl zwischen Salamanca und 960 Weltmeisterschaft und natürlich gibt's noch das Frauenkandidatenturnier, wo allerdings keines von unseren Mädels am Start ist. Mal schauen, was ich hier morgen mache. Ich tendiere zu 960, weil es mir großen Spaß macht, das zu kommentieren. Aber ich weiß es natürlich noch nicht. Für jetzt ist erstmal Schluss. Wenn ihr noch mehr Blühbaum sehen wollt, dann findet ihr mehr Matthias-Partien in der Blühbaum-Playlist am Ende dieses Videos. Das ist jetzt erstmal für den Moment vorbei. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns sehr bald wieder auf diesem Kanal. Macht es gut, bis bald. Ade.